So, ja, grüß Gott zusammen, willkommen zurück nach der Sommerpause. Ich begrüße euch zu unserer ersten Pressekonferenz von Pflichtspiel am Wochenende im DFB-Pokal in Neustrelitz, wo uns ungefähr ein bisschen mehr als 300 Fans begleiten werden, die bisher Karten gekauft haben. Ansonsten noch zum Kartenverkauf. Wir sind jetzt bis auf wenige Restkarten bei knapp 15.000 verkauften Dauerkarten. Diese paar Restkarten bis dahin sind noch erhältlich, ansonsten ist bei 15.000 Schluss. Alle, weil wir ja auch für die Europa League maximal 18.000 Plätze nur zur Verfügung haben. Davon gehen nochmal 900 an den Gegner, also wird es kaum freien Verkauf geben. Aber wir steuern auf die Marke zu, die ja innerhalb der letzten Jahre ein guter Rekord eigentlich ist, von 15.000. Kaderseitig kann man was zu Personalien sagen, also nicht dabei die beiden länger verletzten Terrazino, Patellasehne und Václav Pilař, der sich noch bei uns regeneriert vom Kreuzbandriss. Aufbautraining, ja. Ansonsten bisher nicht trainiert und vermutlich nicht dabei ist Vega Egen Hedenstad mit Adduktorenproblemen und ebenfalls nicht im Kader, weil er jetzt seinen ersten Urlaub überhaupt macht in dieser Sommerpause, ist Christopher Julien, der nach dem Wochenende hier wieder in Freiburg zurück erwartet wird. Der war pausenlos unterwegs seit Saisonende in Frankreich, was aber Ende Mai erst war. Felix Klaus auch, sorry, ja, genau. Gut, dann darf ich euch bitten, Fragen an Christian Streich zu stellen vor der Pokalpartie in Neustrelitz. Ja, Herr Streich, was wissen Sie denn über Neustrelitz? Ja, ich habe gegen Brandenburg Spiel angeschaut und gegen Dynamo Berlin. Und das wissen wir dann, was man da gesehen habe, die zwei Spiele. 180 Minuten haben wir gesehen. Strukturiert. Dann, wie sie mit dem Ball und gegen den Ball spielen, auch. Mal schauen, ob sie es gegen uns auch so machen, aber es ist ja gut möglich, weil die habe ich auch geübt für die Saison. Tja, und wie man weiß, halt Regionalliga. In der Regionalliga können sie auch Fußball spielen. Das sehen wir an unserer zweiten Mannschaft. Also, wird spannend, ja. In Schulz im Trainingslager haben Sie noch gesagt, vor uns steht ein riesiger Berg. Wie weit sind Sie denn oben? Wenn Schuhe anzogen, laufe los. Gerade aus der Haustür raus. Und das bedeutet? Das bedeutet, dass wir Schuhe anzogen haben und sagen, wir laufen los. Alles andere steht in den Sternen. Es gab ja schon Wanderer, die wieder umgekehrt sind nach 500 Metern. Weil sie gesagt haben, sie sind doch ein bisschen zu weit. Oder es kam schlecht Wetter oder so. Oder sie sind nach 1,5 Kilometer zum Mittagessen gegangen. Wobei, um an den Kollegen anzuknüpfen, Sie haben schon selber auch gesagt, oh Gott, wir haben nur so wenig Zeit, ich hätte gerne noch, ich glaube, 3 Monate war es sogar. Am liebsten, ich habe gesagt, am liebsten immer 3 Monate, ja. Haben Sie das jetzt ein bisschen aufholen können oder will der Satz eigentlich? Kann ich da aufholen. Man kann nicht, das ist ja dann diese, wie wenn du sagst, also 24 Stunden der Tag, es wäre keine 28, wenn du es gern hättest. Aufholen gibt es nichts. Ich hab dort gesagt, ich hätte am allerliebsten noch 3 Monate. Das wäre dann so der Wunsch, aber das ist ja nur ein symbolischer Wunsch. Aufholen können wir nichts, wir können nur jeden Tag diese Zeit, die wir zur Verfügung haben, nützen, dass wir miteinander arbeiten. Das tun wir. Und habe analysiert, Bilbao, habe lang Video gemacht. Das ist jetzt so, dass ich hoffe, dass wir bald nicht mehr so lang Video machen müssen, rein für die Dauer. Aber jetzt müssen wir natürlich extremst in die Details gehen und die Jungs müssen sehr, sehr konzentriert sein, dass sie auch nach dem Training und wenn sie müde sind, dann sich nochmal richtig fokussieren auf die viele Szenen, damit wir dann es halt nochmal im nächsten Spiel nochmal ein bisschen besser hinkriegen. Ich frage es aber trotzdem,
trotzdem nochmal nach, weil man kennt das ja von sich selber, man denkt, oh Gott, morgen bräuchte ich tatsächlich 28 Stunden und dann flutscht aber aus irgendeinem Grund so gut, dass... Flutsche, weiß ich nicht. Bei mir ist es nie geflutscht. Ich weiß nicht, ob es flutsche. Es ist immer ein Prozess, man hofft, dass man das so schnell wie möglich greift, aber ich meine, man muss schon der Realität ins Auge schauen. Die Realität ist, dass wir viele neue Spieler haben, die jetzt seit ein paar Tagen mit uns auf dem Trainingsplatz wohlbemerkt in der großen Gruppe trainieren. Das ist seit ein paar Tagen, seit, keine Ahnung, 14 Tagen. Vorher war das ja zersplittert noch mit Nationalspielern, die weg waren, dann andere, die wieder heim durften, dann viele Laufeinheiten. Also, mein 14 Tage ist nicht so viel. Da waren natürlich nicht wenig Trainingseinheiten, aber man muss Balance finden, dass sie nicht zu müde sind. Bis jetzt ist alles okay soweit, nur muss man schon wissen, dass Fußball ist schon auch einfach, aber es ist aber auch als Ganzes, wenn du in der Bundesliga spielen willst, ist es doch auch nicht wenig komplex. Und einige waren es jetzt auch nicht, kommen dann aus Mannschaften, wo überwiegend gespielt wurde, aus Europapokalmannschaften, London und Kiew. Da ist jetzt Hauptaugenmerk natürlich auf die Spiele, auf die Regeneration. Die sind dann gewöhnt, immer alle 3 Tage zu spielen durch ihre Europapokaleinsätze seit Jahren. Das ist dann anders strukturiert. Mir war immer gewöhnt, die ganze Woche wirklich alles, was in unserer Macht stand, dafür zu tun, dass wir bestmöglich am Wochenende dastehen, und habe probiert jede Trainingseinheit zu nutzen. Ich habe ja auch nicht umsonst dann diesen Rhythmus beibehalten und Montag, Dienstag zweimal trainiert und Mittwoch frei, damit man nicht eine Trainingseinheit weniger habe in der Woche. Jetzt können wir das alles noch machen im Moment, zum Glück. Wir haben genau den Rhythmus jetzt beibehalten, und ab Mitte September ist dann anders. Und das ist natürlich das, in den Gesprächen mit den Spielern ist ja klar, dass man sage, Jungs, ihr wisst, ab Mitte September, einige waren ja schon in dem Rhythmus, Gelson Fernandez, Mike Hanke, wisst ihr, was auf uns zukommt. Und wir haben noch einige Nationalspieler, dann ist sogar da, wo du dann noch üben könntest. Nach dem Bayern-Spiel kannst du dann mit denen wieder nicht üben, weil sie dann mit der Nationalmannschaft sind. Das macht mir schon, das ist etwas, was ich mich nicht mit Begeisterung erfüllt, aber wir sind ja selber schuld. Die Jungs haben ja so gut gespielt, dass sie in Europapokal sich erspielt haben. Und da bin ich mir alle total glücklich drüber. Ich weiß, wie Wolfsburg am Wochenende dastehen wird und Gladbach und Hannover, wenn du die Karte anschaust, und die spielen nicht Europapokal. Da können wir uns fast gefasst machen. Das werdet ihr sehen dann, wenn die Spiele losgehen. Viele, viele Spiele, viele neue Spieler da. Können Sie denn ein bisschen beschreiben, ob und wie man vielleicht etwas anders spielen muss, als mit dieser eingespielten Mannschaft im letzten Jahr? Ja, man versucht so schnell wie möglich einzuspielen. Das Einspielen geht dann relativ gut, wenn es dem Einzelnen gelingt, 90 Minuten, oder manchmal ist ja der Ball auch immer aus, aber jetzt gibt es ja Jungs, die dann den Ball schnell wieder reinwerfen, also können wir dann eigentlich sagen, 90 Minuten die Körperspannung und die psychische Anwesenheit, dass jemand gelingt, das 90 Minuten hochzuhalten. Das war eines der große Vorteile, die wir hatten. Auch wieder nicht zuletzt geschuldet, dass wir einfach immer unter der Woche einen Tag frei hatten. Und wir haben ja dann gegen Hannover und gegen Stuttgart und gegen so Mannschaften gespielt, die das ja nicht hatten. Natürlich haben die eine große Karte und eine enorme Qualität in ihre Karte, aber trotzdem. Wie schaffen wir das, dass die Jungs jetzt so schnell wie möglich sich an diese Art und Weise oder an diese Herangehensweise, wie wir das gemacht haben, zu gewöhnen. Wenn das natürlich jetzt nicht immer so eingefordert wurde, wie das bei uns getan wird, da wurde dann vielleicht andere Prioritäten gesetzt,
dann ist das ein Mensch, der jetzt jahrelang vielleicht ein bisschen anders gearbeitet hat, durchaus schwierige Aufgabe und anspruchsvolle Aufgabe, das dann in so kurzer Zeit zu erfüllen. Das erwarte ich auch nicht, dass es sofort gelingt. Wir sind ja auch nur da, um sie erinnern zu können, immer wieder. Aber das ist nicht ohne, ja. Das ist, muss man sich vorstellen. Man hat, was weiß ich, irgendwie in irgendeiner Schule macht man alle 15 Minuten Pause, was ja total sinnvoll ist. Die Kinder können rumrennen, müssen immer am Tisch sitzen, können sich andere Sitzplätze suchen und so weiter, um sie dann wieder konzentriert zu kriegen und können körperlich was abbauen. Und wir verlangen jetzt 45 Minuten, dann können sie sich ausruhen. Da kriegen sie genug Zeit in der Halbzeit von uns, selbstverständlich. Also 2x45 Minuten. Das ist wirklich anspruchsvoll. Wirklich anspruchsvoll. Dann wollen wir mal schauen, wie das dem einen oder anderen gelingt. Wenn es dem einen oder anderen noch nicht gleich gelingt, dann kriegt er auch noch mal ein bisschen mehr Zeit. Dann wird er einfach erst eingewechselt oder so. Dann müssen wir daran arbeiten, dass er das auf Dauer hinkriegt. Die Buben von uns, die oder eine Bube waren und dann Männer werden, die sind es gewöhnt. Das war im Training so, 2 Stunden, da gab es Trinkpause. Und aber wenn der Ball gelaufen ist und so, da, die haben nichts mitgekriegt außenrum, genauso wenig wie ich und wie unsere Trainer. Da kriegt man nichts mehr mit. Das ist egal, ob es regnet oder das hätte keine Relevanz. Oder ob ein Auto vorbeifährt oder ob. So, darum geht's. Da müssen wir jetzt dran üben und werden wir sehen, wie uns das gelingt. Eine Frage zum Kader. Wäre die Kaderplanung abgeschlossen, wenn Darida kommt? Ich weiß nicht, ob ich möchte da nicht unsere Jungs, die so fleißig arbeiten und alles tun und unterwegs sind, überall, möchte ich da nicht vorgreifen. Ich finde, das kann man nie sagen. Nachher heißt es, schau mal, du, da ist ein Bub, der ist 18 Jahre alt oder 19 und da der macht so einen Eindruck während dem Spiel, nach dem Spiel, vor dem Spiel, im Umgang auf dem Platz, das wäre ein Freiburger Spieler. Warum sollten wir uns dann nicht um den Spieler bemühen und sagen, wenn wir dann schon die Möglichkeit haben, wenn wir schon die Möglichkeit hätten, so einen Spieler zu kriegen, dann müssen wir relativ schnell sein, weil es sind unendlich viele Menschen unterwegs, die nach Spieler suchen in der Zwischenzeit. Also von dem her kann ich Ihnen nicht sagen, es ist abgeschlossen, wenn Darida ist ein interessanter Spieler, aber wir wissen nicht und äußern uns auch nicht. Ich kann es nicht sagen, abgeschlossen. Abgeschlossen ist es einfach am Ende, was dann fertig ist für alle. Aber vorher würde ich eigentlich nicht sagen, abgeschlossen. Ich glaube, das würde Clemens nicht so gut finden insgesamt, wenn ich ihm irgendwie was abschließen würde. Können Sie denn sagen, was Sie gerne auf jeden Fall noch hätten? Also, wie viel auf jeden Fall noch kommen sollten? Nein, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin zufrieden. Ich weiß nicht. Ich bin zufrieden und schaue. Wir sind ja nicht so vermessen. Ich habe ja nie gesagt, so, ich will jetzt noch 3 auf der und der Position und das muss funktionieren oder sowas. Das geht nicht hier und das ist auch nicht. Wir sind ist okay. Die Gruppierung finde ich, das macht Spaß. Werden wir sehen, ob wir einigermaßen Fußball spielen können auf dem Platz. Weiß es nicht, kann es Ihnen nicht sagen. Vielleicht spielen wir ordentlich, vielleicht spielen wir nicht gut. Alles möglich. Gegen Bilbao scheitert der Kogler. Ist man für ihn ungewohnt im Sturm gespielt? Ja. Ging es Ihnen primär darum, im Spielpraxis zu gehen, wie er an der Zeit hatte? Oder ist das ein echter Moment, eben Doppel-6 plus? Ja. Ja, wir wollten ihm nicht Spielpraxis gegen per se, dass man sage, er soll Spielpraxis haben, sondern wir wollten ihn gern sehen auf der Position. Und klar, das ist natürlich dann nicht so einfach im Sinne von Ball in den Fuß wolle. Ja, müssen wir daran arbeiten, dass er natürlich dann die physische und mentale Voraussetzungen hat,
auch oft in die Tiefe laufen zu können. Mal kriegst du den Ball, zweimal, dreimal kriegst du ihn nicht, dafür kriegen ihn andere. Dann hat er vieles richtig gemacht. Er hat Dinge gut gemacht, aber natürlich auf der Position muss sie dann nochmal anders machen als auf der 6 und insgesamt halt dieses unterwegs sein. Wenn er, klar, wir können jetzt keine 5-6 Spieler auswechseln, ich sage aber grundsätzlich, wenn einer dann 60-70 Minuten richtig unterwegs ist, ist mal lieber, als wenn er 90 Minuten dann schaut, wo kann ich noch ein bisschen Kraft sparen und so. Das soll jetzt nicht unbedingt unser Spiel sein. Da muss er hinkommen, dass er viel, viel marschieren kann und dass er die Aufmerksamkeit hochhalten kann. Faktisch einfach, er hat 3 Jahre in Arsenal gespielt, ist enorm schwierig, in Arsenal reinzukommen, in die Mannschaft, und ist nie halt reinkommen über einen längeren Zeitraum. Er hat wenig Spiele gemacht, in einer wichtigen Zeit, in 3 Jahren. Er hat individuell selbstverständlich Fähigkeiten, hat jeder für ihn gesehen, was das Spiel gesehen hat. Er ist schnell, technisch gut. Aber natürlich, er kennt diesen Spielrhythmus nicht, er kennt unser Spiel noch nicht und er muss halt jetzt relativ schnell physisch in einen guten Zustand kommen. Er kann enorm beißen, aber er hat die ganzen Spiele, wo andere in den Beinen haben, wo sie dann stabil machen, einfach 90 Minuten Spiele oder 80 Minuten Spiele oder 70 Minuten Spiele, hat er nicht. Und das merkst du natürlich. Und das wird spannend, wie schnell das bei ihm geht. Ich war nicht unzufrieden am Samstag. Ich war nicht unzufrieden, dass viele Dinge dann er nochmal von der Interpretation her anders machen muss. Aber woher soll er sie wissen, jetzt hat er noch nicht gespielt. Jetzt werden wir sehen, wie er sich damit auseinandersetzt und ob er sie, wenn er am Samstag von Anfang an spielen sollte, auf der Position, ob er sie dann schon besser macht. Das wünsche ich ihm sehr, damit er dann, wenn er spielt am Samstag, dann einfach auch eine Option ist für Leverkusen. Und wenn es dann noch nicht geht, dann müssen wir halt weiter mit ihm arbeiten und Videos machen und auf dem Platz, damit es dann geht. Oder er spielt dann auf der 6 oder so, aber es gibt schon oft da außen. Watzlaw ist verletzt, Hendrik Zug macht es ordentlich. Ist eine Option jetzt, weiß nicht, ob er für Bundesliga, erste Bundesliga vor Anfang, ob er dann körperlich schon alles dagegen hauen kann und so. Aber er hat sich verbessert, er war jetzt verletzungsfrei. Tja, und dann ist der Felix Klaus verletzt. Ja, dann sind es gar nicht mehr so viele, ne? Johnny. Also es gibt Möglichkeiten zu spielen. Was hat er denn selber gemeint hinterher? Guck mal. Ja, wir haben jetzt also so explizit länger haben wir nicht drüber gesprochen. Wir haben, da wir ein langes Video gemacht haben, über Spielsituationen gesprochen und ihm da einfach Sache zeigt und alle anderen auch. Und dann, ich gehe jetzt da nicht hin, also wenn es dann um ein langes Video und so, man muss aufpassen. Also ich rede gern mit den Jungs, aber man soll es auch nicht zu viel tun. Sie brauchen dann auch ein bisschen Ruhe. Weil der Trainingsplatz ist schon so intensiv und ich kriege so viele Informationen und ich weiß es nicht, ob er jetzt dort, wo er war, aus so viele Informationen gekriegt hat und ständig. Und ich meine, er hat ja nicht so viel gespielt und dann weiß ich nicht, ob mit ihm jetzt so die immer beschäftigt wurde, und ich möchte da nicht, dass er denkt, um Gottes Wille jetzt, der schwätzt ja die ganze Zeit nur noch mit mir und ich höre nur noch meinen Namen. Er hat so oft genug seinen Namen. Ja, ist dann für Sie, Kuklein, oder Zug für Samstag eine schwierige Frage oder gar keine? Tochische Frage, aber schwierig. Es ist beides Optionen. Wir werden nachher üben und wenn wir geübt haben, wissen wir mehr. Und wenn diese Frage beantwortet ist, dann kann man davon ausgehen, dass die Anfangsformation gegen Bilbao die gleiche ist in Neustrelitz. Es ist nicht auszuschließen. Ja. Kann durchaus sein, ja. Dass dann der Mike wieder anfängt und ja. Was hat der Höhe die Nase vorn vom Jan? Ist wie immer halt. Urlaubszeit nütze für die richtigen Dinge, alles abarbeite,
so zurückkommen, dass man richtig frisch ist und in einer guten körperlichen Verfassung in allen Bereichen. Falu hat noch Ramadan, dann auch im Moment. Ich meine, das ist schon nicht unerheblich, wenn du den ganzen Tag, wenn du trainierst, nichts trinken kannst. Ja, da kommen ein paar Sachen dann zusammen und Höni macht es gut, hochprofessionell. Ich würde eigentlich jetzt nichts dagegen sprechen, dass er nicht anfängt. Jeder muss schauen, wir müssen der Mannschaft so gegenübertreten, wenn es geht, dass sie merken, diese totale Fokussierung und dieses höchste Maß an Professionalität wird dann einfach belohnt, indem ich dann eher auf dem Platz stehe, als wenn ich es ein bisschen anders interpretiere. Und der Höni interpretiert so und dann ist es gut möglich, dass er anfängt. Verstehe ich richtig, dass das auch ein Zeichen ist, dass die Saison mit den drei Wettbewerben einfach noch eine noch höhere Disziplin gefragt ist bei der Mannschaft? Nein, höher nicht. Das wäre ungerecht, der Mannschaft vom letzten Jahr und vom vorletzten Jahr gegenüber in der Rückrunde. Höher. Es gibt keine 120%, also bei uns nicht. Ich kenne sie nicht, die übrigen 20%, aber nee, einfach. Es ist nicht einfach, mit Erfolg umzugehen. Es ist nicht einfach, damit umzugehen als junger Mensch, auch als älterer Mensch auch. Ich bin ein älterer Mensch, für mich ist es auch schwer, wenn du gelobt wirst und es heißt, ihr macht das toll und das ist toll. Und tust du dann alles im Urlaub wieder da dafür, machst du oder sagst, ja, okay, die Vorbereitung kommt ja. Und es ist echt, er erfordert enorme Disziplin. Und die müssen, wenn wir die wieder schaffen, dann wäre es klasse. Und die neu dazugekommen sind, bringen uns von außerhalb positive Dinge mit ein, aber sie können viele Dinge von unseren Jungs dann auch mitnehmen, dass sie stabil sind im Misserfolg, im Erfolg. Ist nicht so einfach. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe jetzt schon Anhaltspunkte gekriegt, wie der ein oder andere mit umgeht. Die meisten gehen sehr, sehr gut damit um. Aber ich habe doch auch schon Anhaltspunkte gekriegt, wie der ein oder andere das interpretiert. Und bei ganz wenigen, aber durchaus. Und dann müssen wir schauen, wie die weitere Entwicklung sein wird. Es gibt bei manchen eine kontroverse Einschätzung ihrer Methode hier. Nein, gar nicht. Nein, ich habe ja gerade gesagt, wie gehe ich mit Erfolg um? Stellen Sie mal vor, Sie sind da vor der Kamera und die ganze Zeit kommen die Leute und grüßen Sie alle und sagen, Sie sind ein unglaublicher Kameramann und Sie sehen nur so, also wie, und nett sind Sie mit Ihrer Brille und Sie sind so toll und groß gewachsen und gesund und jetzt bitte geben Sie mir Autogramme und Sie sind, und dann gehen Sie um die Ecke und dann kommen die Kinder und alle sagen ganz, ganz toll und puh, wie Sie die Einstellungen machen und dann haben Sie da auch noch das auch noch und da filme sie mal so und mal so und dann ist es nicht so einfach, dass sie dann so differenziert bleiben. Vielleicht sage ich dann plötzlich, das eine Tele reicht jetzt dann, ich bin so gut. Das andere lasse ich mal daheim, das ist so schwer, es wiegt schwer. Die Leute kommen ja trotzdem wieder und loben sie am anderen Tag, wenn es nicht gerade schlechte Spiele waren. Kommen wieder, sie lassen das Tele daheim, sie machen ein bisschen weniger, schaffen ein bisschen weniger, kommen alle wieder. Also keinerlei Konsequenzen für Sie. Null. In erster Linie. Alles bleibt gleich, nur Sie haben nur eine halbe Stunde mehr Zeit, sich loben zu lassen. Stellen Sie es mal vor. Nicht ohne, oder? Kennen Sie es? Kennen Sie es? Von wo? Von wo? Erzähle ich Sie mal. Täglich. Okay. Gut. Warum lassen Sie mich dann so lange erzählen? Zum Ausdruck gebracht habe, der ein oder andere hat ein bisschen einen Höheflug. Nein.
Überhaupt nicht. Ich habe gerade in sehr differenzierter Weise probiert darzustellen, wie komplex die Thematik ist mit Lob und mit Erfolg umzugehen. Das ist eigentlich nur die Rückversicherung für mich, wenn ich das so ausführlich darstelle, dass ich am heutigen Tag zumindest das wieder thematisiert habe für mich selber. Ich habe eine Frage anders. Ja, bitte. Der andere hat im Urlaub nicht ganz so... Nein, es geht darum, die auf höchster Ebene, alles abzuarbeiten und derjenige, der unter Umständen, was alles menschlich ist, dann kommt eher eine kleine Verletzung, kommt eher. Wir müssen uns nochmal ganz andere Herausforderungen stellen. Vor anderthalb Jahren hat niemand mehr was von uns erwartet, im Sinne von Klasseerhalt, dass wir gut Fußball spielen. Das war eine andere. Und jetzt, es wird keine Mannschaft mehr in der Bundesliga geben, außer wenn wir fünfmal hintereinander 5-0 verloren haben, dann würde dieser positive Effekt wieder eintreten, dass vielleicht die sechste Mannschaft dann sagen würde, naja, heute reiche auch 95% gegen Freiburg, aber die würde dann eh auch reichen. Also würde sie gar keinen Fehler machen. Wir werden nicht mehr unterschätzt. Wir werden total ernst genommen. Das ist ja ganz klar. Das bestätigen uns alle, wenn du mal mit einem Spieler sprichst von einer anderen Mannschaft oder mal mit einem Trainer. Plus Europapokal. Ich meine, das Ding hat schön zum Ausdruck gebracht in der Überschrift im Kicker. Da hat mich mal eine Überschrift mal gefreut. Endlich mal war nicht eine Überschrift von irgendeinem Spieler oder von irgendeiner Zeitung, wo dann wieder Spieler von uns abgebildet sind, auf irgendwelche fremde Zeitung, fremde Home, nicht Homepage, fremde Vereinsseite. Vereinsseite. Das war ja dann mal eine Zeit lang, war das ja sozusagen jede Woche, konnte ich ja nicht mehr reinschauen. Jetzt hat er gesagt, ich möchte mit Freiburg nicht tauschen. Ich weiß nicht, wer das gelesen hat, vor 4 Wochen. Große Überschrift. Sehr interessant. Torwart Schäfer von Nürnberg, sagt in der großen Überschrift. Also ich möchte gern tauschen, im Sinne von, ich möchte am liebsten in Freiburg sein und Trainer, nicht, dass es falsch verstanden wird, zum Glück. Aber es kommt was zum Ausdruck, wenn er das sagt. Sehr interessant. Aber wohl bemerkt, ich möchte es sehr gern tauschen. An seiner Stelle, also ich wäre gerne lieber in Freiburg. Herr Streich, machen Sie noch einen Satz in einer Klammer. Was hört man aus Wiesbaden? Was meinen Sie jetzt? Sie meinen... Ja, weil A, das scheint dort sehr gut zu laufen. Mit dem Junge? Ja. Ich höre Gutes. Bis jetzt. Aber es geht nicht so weit, dass Sie sagen, hätten wir den lieber da behalten. Nein, das steht mir nicht zu. Wissen Sie, warum, dass ich das gar nicht sagen kann? Wenn ich ganz ehrlich sein soll, so gut kenne ich ihn gar nicht. Also, dass ich mir das Urteil erlauben könnte. Es ist einfach so, dass... Da muss man einfach ganz ehrlich sein, dass wir während der Saison und wenn die dann der Clemens so unterwegs ist mit seinen Kollegen und dann wird zusammengeschnitten und dann kriege ich ein Video. Ich kann einfach nicht während der Saison noch. Ich habe das gemacht, bin in Vega, bin nach Oslo geflogen und so. Aber dann fehlst du in 2 Trainings oder in einem Training. Und das ist schon wahnsinnig abzuwägen. Von dem her. Haben auch die Leute, die da unterwegs sind, ein hohes Maß an Verantwortung. Das Gute ist ja, dass sie wissen, wie wir kicken und welche Typen, welche Charaktere mir dann sagen, das könnte nach Freiburg besser passen als jetzt andere, wo vielleicht dann irgendwo anders besser aufgehoben ist. Aber selbst wenn es nur dritte Liga ist, war ja vielleicht nicht unbedingt zu erwarten, der Vergleich. Super, nur dritte Liga. Wenn jemand dritte Liga spielt in den jungen Jahren, ist das jemand, der... Also wenn ein 19-20er in der dritten Liga spielt, ist er im Fokus von der Bundesliga. Würde ich jetzt mal so behaupten. So, einfach dadurch, dass er spielt in der dritten Liga. Man hat ja gesehen, was passiert ist mit Spielern, wie die in der zweiten Liga dann eine ordentliche Saison gespielt haben, Christoph Kramer und so weiter. Alle sind am Schauen, dass sie relativ junge, talentierte Spieler kriegen. Ich finde es toll, ja. Und werden wir weiter beobachten. Wir haben jetzt ja schon angeschaut, natürlich war ja schon Leute da wieder und haben die Spiele angeschaut. Aber ich halt nicht, weil ich jetzt extrem eingebunden bin, auch kopfmäßig mit dem Ganzen, wie kriegen wir das auf den Platz jetzt und wie fühlen sie sich im Training wohl und wie können sie dieser hohe Schlag, den wir da ansetzen,
das ist, wie kommen Sie damit klar, dass Sie nach dem Training heimgehen und nicht das Gefühl haben, um Gottes Wille, der, was will jetzt der von mir, sondern das Gefühl habe, es ist total konstruktive Arbeit. Das ist ein schmaler Grat. Das ist echt ein schmaler Grat. Das sind alles, Admir Mehmedi, Gelson Fernandez, die kommen ja nicht, das sind ja keine 22-Jährigen, die von einem kleineren Verein aus der Schweiz kommen. Die wollen es jetzt packen, die haben ein Ziel. Ich schätze mal, dass die Ziel haben, habe ich gar nicht dran gedacht. Schweizer Nationalmannschaft, WM, Brasilien, sowas denke ich ja gar nicht. Ich könnte mir vorstellen, das ist ihr Ziel. Wäre auch nicht so schlecht, wenn das ihr Ziel wäre. Aber so, und jetzt, aber Bundesliga bestehen. In Freiburg und der Mannschaft helfen. Und wenn 70 Minuten ist, super. Bin ich alles d'accord. Alles mitgehen, der ganze Schlag mitgehen. Nicht, dass die es plötzlich einfach gegen die Gegner, gegen uns. Weil dann können wir, dann gut nach dem Sexy. Wenn die Gegner gegen uns einfach kriegen, dann wär's schlimm. Und das muss jeder Spieler wissen. Und da trägt jeder Spieler ein hohes Maß an Verantwortung. Jeder Spieler muss alles, was in seiner Kraft steht, einbringen. Alles. Nicht weniger als alles. Aber keine unter 20%, muss keine Angst haben. Vielleicht nochmal kurz zum Pokalspiel, weil es ja so doch irgendwie so ein bisschen wie Generalprobe, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil es ja ein Pflichtspiel ist vor dem Bundesliga-Start. Ist das jetzt eine dankbare, undankbare Aufgabe, weil es ja letztes Jahr sind ja, glaube ich, 6 oder so Bundesligisten in der ersten Runde rausgeflogen? Das ist keine undankbare Aufgabe, ist ein DFB-Pokalspiel, Pflichtspiel, Neustrelitz gegen SC Freiburg. Nein, ist nicht undankbar. Man könnte jetzt sagen, ist ein bisschen weit, wenn man jetzt nicht Flugzeug hätte. Aber das können wir ja auch nicht sagen, weil man ja könnte dahin fliegen, was ja Sinn macht. Und dann fliegen wir wieder zurück und zwischendrin müssen wir so gut wie möglich Fußball spielen, damit uns nicht das passiert, was dann letztes Jahr eben einige passiert ist. Man hätte gesehen, mit welchen Konsequenzen dann auch. Man kann ein paar Vereine, könnte man jetzt heranziehen und man könnte dann mal schauen, was im Laufe der Vorrunde passiert ist. Mit den Vereinen und mit den Trainern dort. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner die Mannschaft unterschätzt oder weil er dann ins Stadion kommt und auf der einen Seite Wald ist und keine Tribüne und Werbebande, dass man dann denkt, naja gut, ist jetzt halt nicht so ein großes Spiel oder so. Das wünsche ich uns nicht. Also hat man in einer Saison mit Dreifachbelastung nicht so ein anderes Verhältnis zum DFB-Pokal? Nein, ich habe kein anderes Verhältnis zum DFB-Pokal. Mein Verhältnis zum DFB-Pokal ist immer gleich. Mein Verhältnis zum DFB-Pokal ist, dass man da spielt, 90 Minuten, dass man eine Runde weiterkommen kann. Wenn man verliert, kann man das ganze Jahr nicht korrigieren. Mal davor abgesehen, dass das mehr als unerfreulich wäre, wenn du da ausscheidest. Mit allen Konsequenzen, ich glaube nicht, dass wenn man in Neustrelitz ausscheidet, dass man dann mit breiter Brust nach Leverkusen fährt. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, und da darf man eins nicht vergessen, DFB-Pokal ist so, dass wir in der Profimannschaft sind und wir können einfach, es gibt dann auch noch gewisse Einnahmen für den Verein. Und das ist nicht zu unterschätzen. Für uns ist jeder Euro wichtig, damit wir das, was wir hier haben im Verein, wir sind auch nicht mehr so gleich, auch nicht im Verein, dass wir das aufbringen können und bezahlen können und Fußballschule und alles. Also, ob wir nach Neustrelitz fahren oder nach Leverkusen oder nach Hoffenheim, macht für mich kein Unterschied, nur dass es ein anderer Wettbewerb ist. Aber wirklich nicht. Wir haben genau das Gleiche gemacht jetzt mit den Videos. Wir schneiden alles genau gleich zusammen. Wir haben die Spiele besucht genau gleich. Ich meine, das ist ja selbst, ich brauche hier gar nicht erwähnen, das ist ja ganz klar. Das müsste ja auch eine Revanche dieses Jahr geben gegen Stuttgart. Revanche? Rache. Rache. Wenn Sie das jetzt vertonen könnten auf der Seite. Rache, nein, es gibt keine Rache. Wir haben nichts zu rächen. Also ich finde schon. Gönnt doch Sie nach Stuttgart und rächen Sie. Ich
coach die Mannschaft dann mal vielleicht. Okay. Da spritzt das Blut an. Die Schlagzeile sind schon geschrieben. Wen arbeitest du? Ja. So. Gut. Unblutiges Ende der PK, oder gibt es... Ja, genau. Ich habe noch was mit dem... Können wir im Anschluss mal an die O-Töne, wir machen gerade schnell O-Töne, ja? Okay. Vielen Dank.